trockenes Brot und Wasser. Diese Kombination soll Albträume verursachen. Also zumindest behaupten das die Panzerknacker. Nämlich in der Geschichte, die ich in der heutigen Episode von Don Rosa, seine Enten, seine Comics vorstellen möchte. Prost! Ja, es ist tatsächlich soweit. Wir sind beim letzten Band von der Don Rosa Collection angekommen. Und beginnen mit der ersten Geschichte darin, das ist die Story Lebensträume. Der Inhalt ist eigentlich kurz erzählt. Die Panzerknacker schaffen es durch den Brunnen, den sie in der Geschichte Gauner gegen Geldspeicher entdeckt haben, mal wieder ungemerkt in den Geldspeicher einzudringen und setzen Onkel Dagobert, während er schläft, eine Erfindung von Daniel Düsentrieb auf den Kopf, die sie natürlich nicht erworben, sondern geklaut haben. Und diese Erfindung erlaubt es den Panzerknackern, in die Träume von Dagobert einzudringen, denn sie vermuten, natürlich ganz logisch geschlussfolgert, dass Dagobert ständig von seinem Geld träumt und dass er ihnen vielleicht im Traum die Kombination von seinem Tresor verraten könnte, ohne dass er es überhaupt mitkriegt. Daniel Düsentrieb hat das Ganze allerdings bemerkt und so schafft er es dann, mit Hilfe von Donald und den drei Neffen dann in den Geldspeicher zu kommen, bevor Schlimmeres passiert. Und Donald fällt nun die Aufgabe zu, die Panzerknacker aus Onkel Dagoberts Träumen herauszubefördern, bevor dieser aufwacht. Denn sonst wäre nämlich deren Geist immer in Dagoberts Geist gefangen und das könnte unschöne Folgen haben. Und der Kniff an dem Ganzen ist, dass Dagobert eben nicht die ganze Zeit von seinem Geld träumt, sondern von den Erlebnissen aus seinen Jugendjahren, die wir nämlich aus der Sein Leben, seine Milliardenreihe kennen. Und naja, sowohl Donald als auch die Panzerknacker bringen das Ganze doch ziemlich durcheinander auf ziemlich amüsante Weise. Ja, soviel zum Plot der Geschichte. Die Story stammt laut Don Rosas Kommentar von einem französischen Fan, dessen Initialen, ich glaube FSM, oder FSM scheint das zu sein, auch in der ersten Seite verewigt sind. Seinen vollen Namen wollte er nicht verraten, wahrscheinlich heißt er François Stuart Meyer oder so ähnlich, wie Franzosen halt so heißen. Und Don Rosa hat das Ganze eben ein wenig ausgebaut noch. Aber die Grundidee stammt eben von diesem französischen Fan. Und meiner Meinung nach ist das wirklich mal eine sehr interessante Geschichte. Erstmal die Grundidee ist schön, dass man eben Träume zurückreisen kann, quasi in die Vergangenheit. Dass die Geschichte sehr temporeich ist, weil man ja nicht lange erklären muss, warum man sich jetzt gerade irgendwie im Wilden Westen befindet oder auf dem Mississippi oder auf der Titanic und wo Dagobert sonst noch überall hinreist. Denn man kann ja einfach von einem Moment zum nächsten dann den Traum wechseln und wie das halt so in Träumen ist. Das Ganze eben auch sehr lustig ausschmücken mit absurden Geschichten. Und es ist irgendwie sehr witzig, wenn man das auch mit der Sein Leben, seine Milliardenreihe vergleicht. Denn Don Rosa hat natürlich sehr auf den Detailreichtum geachtet. Das heißt, Onkel Dagobert scheint sich sehr gut an seine Vergangenheit zu erinnern. Da sind teilweise exakt dieselben Szenen zu sehen, wie da Sein Leben, seine Milliardenreihe, nur aus anderen Perspektiven mal wieder. Und wir reisen zum Beispiel zu der Zeit zurück, wo Dagobert seinen ersten Zehner verdiente. Und das ist dann doch tatsächlich jetzt schon das dritte Mal, dass es dieselbe Szene zu sehen ist, wenn auch jetzt hier mit einem etwas anderen Ausgang. Aber es laufen tatsächlich wieder dieselben Personen durchs Bild. Und nach der letzte aus dem Clan der Ducks und der Geschichte der Rudelgaukelei in die Vergangenheit reiste, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß. Sorry. Jedenfalls ist es jetzt das dritte Mal, dass man dieselben Personen dann aus einer anderen Perspektive sieht und dieselbe Szene, was echt schön gestaltet ist. Ja, wir sehen auch den Zombie Bobby wieder, einer meiner Lieblingscharaktere aus der Don Rosa bzw. Karl Barks Geschichten. Und ja, also erstaunlicherweise, obwohl es ein längeres Abenteuer ist, haben wir ja hier jetzt mal keine klassische Abenteuergeschichte, sondern tatsächlich eine lange Gag-Story, was bei Don Rosa doch eher ungewöhnlich ist. Wir haben leider nur sehr wenige Hintergrund-Gags, das hatte ich aber mit dem vorigen Mal schon gesagt, die werden halt jetzt in seiner Spätphase immer weniger. Wobei ich sagen muss, der Zeichenstil ist jetzt wieder besser geworden, erstaunlicherweise, als in der vorigen Geschichte. Keine Ahnung warum. Es ist eben, wie gesagt, eine lange Gag-Story, sie ist sehr gut gelungen, sie ist sehr temporeich, hat sehr witzige Gags, auch Wortspiele drin, die Jano im Deutschen doch durchaus gut rübergebracht hat. Und alles in allem eine runde Sache. Vielleicht kein super Meisterwerk von Don Rosas Geschichten, aber immerhin eine Geschichte, die einem in Erinnerung bleibt. Eine, ja, meiner Meinung nach sogar aus dem Spätwerk, aus den letzten 6 Geschichten, die in diesem Band erschienen sind, auch die ziemlich die beste. Weil die Geschichten, die danach folgen, sind meiner Meinung nach alle nicht mehr so doll. Also aus den letzten 3 Jahren seines Schaffens. Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Episode. Diese Geschichte bekommt von mir insgesamt 4 von 5 Enten.